Einsatz, Stichwort Verkehrsunfall, Fahreler Straße, Höhe Schützenhof. Das war der Notruf, den am Freitagabend, den 17. September, die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Jade erhielten. Mit den Löschzügen aus Jaderberg, Jade, Südbollenhagen und Schweiburg, den First Responder für die medizinische Erstversorgung sowie den Drehkran der Feuerwehr Farel und den Umweltzug der Kreisfeuerwehr Wesermarsch waren gut 120 Einsatzkräfte vor Ort. Organisator Tino Oelchen erklärte das Szenario. Große Feuerwehrübung in der Gemeinde Jade. Was passiert hier gerade? Ja, wir haben also hier die alte Molkerei, dieses Gebäude, einen Brand simuliert. Ein PKW, den man hinter diesem Fahrzeug leider nicht sieht, ist ins Gebäude gefahren, hat einen Stromkasten mitgenommen. Dadurch ist es im Gebäude zum Kurzschluss gekommen und ein Brand ist entstanden. Ich sehe, da ist eine Drehleiter. Was hat das zu bedeuten? Ja, wir kommen mit unseren Feuerwehrleitern schlecht bis oben ran, um die Leute sicher rauszukriegen. Deswegen haben wir die Drehleiter aus Farel mit zugeholt, die bei höheren Gebäuden uns hilft. Und die werden die Personen oben jetzt rausholen, die da noch verletzt sind in der Wohnung, weil oben ja noch 4 Wohnungen sind. Gut, danke erstmal. Bitte schön. Auch Bürgermeister Henning Kaas ist hier vor Ort. Was ist deine Funktion hier heute? Meine Funktion ist folgende. Die Gemeinde Jade unterhält alle Feuerwehren in der Gemeinde. Und diese Übung ist organisiert, beziehungsweise ich bin dazu eingeladen worden, um mir ein Bild darüber zu machen, wie diese Übung abläuft. Gut, danke. Nach und nach wurden dann die Verletzten geborgen, die vom First Responder Team medizinisch versorgt wurden. So, selbstverständlich ist hier bei diesem Feuerwehreinsatz auch medizinische Versorgung vor Ort. Und welche Art von Verletzungen haben wir es hier heute zu tun? Also jetzt hatte ich gerade 2-mal Rauchgasvergiftung gehabt. Vorher als erstes hatten wir einen Verkehrsunfall, wo ein PKW gegen Strommast gefahren ist, beziehungsweise Stromverteilerkasten. Da drin hatte ich 3 Verletzte zu versorgen mit diversen Fußverletzungen. Sauerstoff ist im Krankenwagen dann vorhanden, oder? Nee, habe ich hier schon. Ach, hast du damit drin. Ich habe hier so eine kleine Sauerstoffflasche, die ist hier jetzt direkt. Ja. Da kann ich einmal Sauerstoff über eine normale Atemmaske bzw. Nasenbrille verabreichen. Und wenn jetzt einer bewusst beatmet werden muss, habe ich die Möglichkeit, dieses Ventil hier hinten drauf zu stecken und dann zieht der 100%igen Sauerstoff. Das heißt, der Patient bekommt keinen verunreichten Sauerstoff. Da in dem Gebäude ein Kühlmittelleck entstanden war, wurde der Umweltzug der Kreisfeuerwehr Wesermarsch angefordert. Mit Atemschutz und Vollschutzanzug drangen die Feuerwehrleute dann ins Gebäude vor. Was habt ihr da gerade für Messgeräte aufgestellt? Das ist eine Wettermessstation. Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Niederschlagsmenge und Luftfeuchtigkeit. Geht ihr jetzt noch ins Gebäude rein? Ja. Die bereiten sich gerade vor, die beiden Trupps. Die gehen ins Gebäude rein und werden die verunfallten Gebinde jetzt gleich bergen. Was baut ihr da gerade für ein seltsames Konstrukt auf? Was ist das? Das ist ein Dekontaminationszelt. Da wird also die Leute, die jetzt unter den Vollschutzanzügen drin waren, die werden also, wenn sie herauskommen, dort abgeduscht, damit sie die Chemikalien nicht weiter raustragen hier in die Umgebung. Was sie am Körper haben. Ach so, ich sehe gerade hier laufen so ein, zwei Kollegen rum mit Klemmbrettern und Uhren. Wozu ist das gedacht? Das ist für die Atemschutzüberwachung. Wenn die Trupps reingehen mit 2 Mann, dann wird aufgeschrieben, wann die reingehen, mit wie viel Druck. Und nach einer halben Stunde müssen sie wieder raus sein, weil dann die Luft leer ist. Und damit man weiß, wie viele Trupps drin sind und keiner verloren geht in großen Gebäuden. Schon eine geringe Rauchentwicklung reicht aus und man kann die eigene Hand vor Augen nicht sehen. Ja? Ja, an der Seite kannst du ihn andrehen. Einen Moment? Ja. Ja, wir müssen noch weiter. Ja. So, okay. Erschwerend zum Rauch kam noch das ausgetretene Ammoniak dazu. Wir begleiteten den Umweltzug zu der Leckage. Was machen wir jetzt gerade? Die orange Warntafel, die da an der Wand ist, ist die UN-Nummer und die Gefahrstoffnummer. Und darüber wird jetzt im Computer, im Bus hinten, im Einsatzleitwagen rausgesucht, welcher Gefahrstoff das ist. Und danach wird entschieden, wie vorgegangen wird. Okay.
Während der Umweltzug das Leck abdichtete und im Anschluss mit der Dekontamination begann, wurden aus den oberen Wohnungen noch verletzte Personen mit der Drehleiter geborgen. Mit Eintreten der Dämmerung und dem Bergen der letzten Personen vom Dach der alten Molkerei ging dann auch die Übung langsam zu Ende. Organisator Tino Oelchen zeigte sich dann auch zufrieden mit dem Ablauf der gesamten Übung. So, eine der größten Feuerwehrübungen in diesem Jahr geht zu Ende, ist zu Ende gegangen. Wie ist das Resümee, wie ist die Kritik? Ja, es ist, wie man immer schön sagt, alles gut gelaufen. Es sind alle Verletzten oben aus den Wohnungen gerettet worden, hier aus dem Kellerbereich. Der Umweltzug hat seine Leckagen im Keller abgedichtet, die beiden, die vorhanden waren. So im Großen und Ganzen ist alles zufriedenstellend gelaufen und die einzelne kleine Kritik wird also nachher noch unter den Gruppenführern und Zugführern im kleinen Kreise einmal besprochen, um alle Fehler letztendlich auszumerzen. Wie viele Personen, wie viele Einsatzkräfte waren jetzt hier an diesem Abend insgesamt vor Ort? Wir haben es noch nicht genau durchgezählt, aber wir haben eigentlich mit 120, 125 Leute gerechnet, die müssten ungefähr hier sein. Okay, danke, viel Erfolg für die Zukunft und alles Gute. Ja, danke schön.